Gefrans Notizen, letzter Eintrag. Dies wird mein letzter Eintrag sein, da ich beschlossen habe, mein Leben zu... ich kann's auch vorlesen. Echt? Ich hab's. Hä, wieso hab ich jetzt zweimal bekommen, Erfahrung? Ist komisch. Keine Ahnung. Gefrans Notiz, letzter Eintrag. Dies wird mein letzter Eintrag sein, da ich beschlossen habe, mein Leben zu beenden. Ich bringe es nicht mehr über mich, diese abscheulichen Experimente noch länger durchzuführen. Durch meine Handlungen könnten die Menschheit bereits dem Untergang geweiht sein, obwohl ich mich lange von meinen Kollegen gemieden gefühlt habe und dachte, dass die Ätherischen mir etwas Größeres bieten könnten, kann ich kein Teil mehr davon sein. Ich fürchte, wenn sie meinen Körper finden werden, sie mich für ihre Experimente benutzen. Deshalb muss ich diskret sein, als eines dieser Dinger zurückzukehren. Wäre unerträglich. Da ist aber passiert. So, Strafregister, Seite 3. Everett, der Blutgeschworene. Ein Heide und Bluttränker. Bekanntes Mitglied kephronischer Kulte und Bote für die Ketzer. Als er mit dem Gesetz konfrontiert wurde, ließ Everett einen Zorn arkaner Abscheulichkeiten auf die Vollstrecker los und entkam. Extrem gefährliche Person. Personal, das nicht im Umgang mit heidnischer Künste ausgebildet ist, wird geraten, sich fernzuhalten. Nachrichtenübersichtungen oder Todesnachweis sollten außer Krieg vom Burrish Gefängnis vorgelegt werden. Für die erfolgreiche Gefangennahme und lebendige Aussiedlung von Everett, der Blutgeschworen, wird eine Belohnung von 1200 königlichen Kronen angeboten. Chthonische Ketzerei, Seite 4. Gerechtigkeit, meine Brüder. Die Gerechtigkeit wird schnell und gnadenlos sein, denn sie wurde mit Glaube, Blut und Furcht gemischt. Gerechtigkeit soll dem Ketzer widerfahren, unerbittlich und unbarmherzig. Jene, die die Waffen gegen die waffenden Chthonia ergreifen, werden die feurige Rache der göttlichen Vergeltung. Jene, die den Chthonia-Gott nennen, werden das gerechte Feuer schmecken. Gerechtigkeit sei getan. Mann, so viel Gerechtigkeit, ey. Hat ja schon ein bisschen was von Sukus Orne. Wir sollten Batman mit euch die Gerechtigkeit geben. Neue Gesicht. Richtig. Ah, die Küche. Lamm, lecker. Zombies. Falsche Weg. Weg mit euch. Mit Dose. Rappi kämpft schon wieder ohne mich. Echt? Ah, wo bist du denn? Rappi ignoriert mich. Nee, ich habe nicht auf die Karte geachtet. Rappi ignoriert meine Existenz. Checken, bist ja auch unbedeutend. Nein. Muss ich gerade auf die Existenz der Gegner achten. Um diese wieder zu. Aber mich in der letzten Session anmeckern. Hey, Auge, ausgestochen. Oh, noch mehr Gegner. Ketzer. Wie gesagt, ne? Kämpf du mal schön alleine. Naja, du hast vorher einen Vorsprung gehabt in Erfahrung. In der letzten Session. Biergassen. Ach. Möchte jetzt auch nicht so kleinig sein. Doch. Nein. Bürgerchen, sind meine Gegner. Und Crow ist wieder aufgestiegen. Yay. Na, eigentlich seine Fähigkeit, Vögel zu beschwören. Sein Brave Bird. Mehr Wirbelstürme, komm hier. Brave Bird, the Mall! So. Knochen. Schrank, dass du nicht zerstören lässt. Kann passieren. Mann, so viele Tische für Leichen. Nehmt euch.
Also die jetzt schon wieder. Ich tausche aus, weil ich das andere eh häufiger benutze. Hey, mit dir. Schrott. Alles Schrott. Großes Auge. Echt alleins. Ein Trank. Mit einer Wand. Den Trank wirst du brauchen. Bist du sicher? Ja. Ja, doch, Chrome. Na, das ist ein Chaos. Ich komm gar nicht mehr zu killen. Ich bräuchte jetzt eine Kommandant. Ich komme in dir ausgewählt. Ach. Wäre noch größer Chaos gewesen. Ich mach mir gar nicht die Mühe, runterzugehen. Ja, mach ich da die Mühe. Oh, Chicken, jetzt bist du doch runtergegangen. Und die Spinne hatte gerade Elektroblitz. Ist das ein Crow? Oh nee, so weit ist er noch gar nicht. Ja, vielleicht. Keine Ahnung. Was hat Crow momentan? Rabe. Nee, der hat nur plus 15% auf alle Schadenstypen. Mit dem Blitz kommt das später. Ja, da oben vielleicht noch. Von anderen Bereichen abgetrennt. Mr. Zombie. Achso, der ist schon tot. Ansonsten Windhose beschworen. Egal, zweite Windhose. Für mehr Spaß. Oh. Ja. Wurscht. Ja, zurück Windhose. Mein Begleiter. Oh Gott, der ist so langsam. So. Da bin ich das Schlusslicht. Was um? Ich wollte ja mal das Blut aktivieren und schmeiße einen Feuerball. Ja, Chick, muss ich jetzt mal umgewöhnen. Ball ab. Oh, das ist gar nicht der kleine Balle. Mein Ballismus ist aber nicht nett. Ja, Chicken, sagt die Hühnerfleisch mampft. Oh nein, da ist voll. So, ich denke mal Windhose verstärken. Die Gegner. Siehst du, jetzt bist du wieder vor mir mit Level Up. Echt? Ja. Ich hab noch nicht mehr. Musst du vorher einmal wieder geklatscht. Dabei habe ich nicht mal die Medaille mit der Frank gewinnen. Come see what's left of my wares. Bleib Chicken, ne? Wir checken Ching ist sogar schon tot. Doch, innerlich. Alles tot. Ja, und dann lesen, dann hören das natürlich die ganzen Zuschauer. Was für Zuschauer? Der Raptor halt. Und sicher mit. Giftnova.
So. Looking for a new me, meinst? Ja, meinte auch. Das sieht ja ganz schick aus, ne? Ja, zum nächsten Mal tschüss. Ach, sehr vorher. Oh, da Jungs, genau. Warte, das wohl. Muss mal alles zusammenfügen. Flup, 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 flup. Das scheint auch neu zu sein. Mutagenes Sekret. Absonderung. Also ich hab's nicht hier in meinem Karawan-Typi. Ne? Na, kannst du auch zu vorlesen. Nö. Na gut. Du sagst, dass wir es schon haben? Ey, weil, wer weiß, vielleicht nehmen die Zuschauer Amnesie. Oder. Noch schlechter als die Rente als ich. Ach, ich schwör euch bei Rappi. Ja, genau, Rappi beschwert sich bei Raptor. Ah, was nehme ich denn? Elementar, Schaden, Geist, Laufgeschwindigkeit. Wahrscheinlichkeit für 48% Elementarwiderstand. Klassenheit. 100%ige Chance, wenn du einen kritischen Treffer erleidest. Überwältige Feinde in der Nähe mit deinem Verstand. Verwirrung. Emo. Ein Gewehr namens das Auge. Wow. Eine Explosion aus verbrennendem Schwefel bricht aus dir hervor. Oh nein, fehlt dann gesagt, das Stacheln, das sind jetzt Stellen. Angriff. Reife rasch ein, in der Hoffnung, gelegentlich Schläge zu landen. Minus 30 Angriffsqualität. Zauberhandwaffen. Zweihandnahkampf. Go on now. Sturmschneide. Okay. Wo hatte ich denn so einen Helm? Egal, sieht man noch weniger von meiner hässlichen Fresse. Tschakan! Nee, nee, nee. Ich werde Windteufel und Blutdorn nach und hintereinander erhöhen. Muss ich eigentlich ein paar Monster ohne Rappi klatschen? Was? Was für klatschen? Schön, dass er auch nur wieder das hört, was er hören will. Ja, ich möchte hören, dass ich geklatscht werde. Da hat er mir die Gegenstände geklaut. Ja, ist eigentlich für mich gedroppt worden. Du hast die ansammeln, weil die bei mir fallen lassen wurden. Nach dem Aufsammeln. Dann nimm halt alles. Nimm alles Erfahrung, nimm alle Gegenstände, nimm alles Gold. Checken! Ja, noch mehr Spinnchen. Nimm auch Erfahrung, oder nicht? Ob man dann das Spiel mit Level 1 durchschaffen kann? Na, es ist ja ein bisschen unscharf, wenn man unter Level 11 bis Krieg durchkommt.
Hey. Ja, schade, dass man nicht über eine Entfernung dann laschen. Wo läufst du eigentlich? Loot einsammeln. Achso. Ich musste mir Level Up besorgen, was du schon hattest. Ist komisch, eigentlich war es vor mir. Ja, du hast doch ein paar Gegner ohne mich geklatscht. Vorhin. Ist das nicht mehr aktiv? Bei mir ist das nur aktiv. Was würde ich, bevor ich ein kleines Spinnchen ab sein lässt? Foliant der Seuchen. Wie er ständig auf seine Leertaste smasht. Ah, das einzige von den Fähigkeiten ist Okkultismus. So, was wir checken. Okay, hat Angst, dass ich ihm Sachen klaue. Warum? Du kannst dir nichts klauen. So viel du draufhämmerst? Kommen wir in den anderen Bereich. Ich habe nur Angst, dass Chicken schon wieder wegläuft. Ach, ich werde von dir nicht beachtet, so wie du mich immer übersiehst. Na, Chicken, du musst halt auffälliger sein. Mit deiner kleinen, unbedeutenden Existenz. Checken. Was denn? Stimmt doch. Nein. Da oben noch weiter? So, jetzt haben wir durch. Jetzt gehen wir direkt zu Creek rüber. Oben ist alles gesperrt. Oh nein. Sagen wir schon weiter durch. Ach hier. Na, schade, nichts. Hier. Auch nichts. Was hat das denn? Ich bin gegurgelt. 666 Schaden habe ich gemacht. Yay. Teufelsanbetung, Teufelsanbetung. Oh nein. Nicht die Ananbetung. Mann, was für ein Kampf hier. Muss ich mich echt wirklich erstmal noch umgewöhnen, dass mein Blut jetzt auf der 3 ist und nur auf der 4. Hm. Und ein Chickens Blut ist am anderen Teil des Körpers. Boah, dann machen wir ein bisschen Feuer wieder unten hin. Das war der aufgestiegene. Ist nicht wirklich stark. Du bist schwach. Ja. Das ist die Magie der Spiele, immer so schwach in allen möglichen Videospielen. Ja, also, naja, außer in Tour 2. Das ist durch geile Magie. So, erstmal ganzen Loot sammeln. Och, das sind aber Zellen mit Leichen drin, aber keine Schritte. Ich was gefunden. Hier ist natürlich nichts drin. Eine kleine Leiche. Oh, den Tisch wieder mit da voll. Dann kommen wir. Also mein Beutel ist noch komplett leer. Komplett leer? Wo was in den Sachen passiert, der aufsammelt das? Ach ja, ich muss Handel drücken. Du kriegst doch immer alles. Das ist ein Buch. Da. Jasma.
Ja. Nur der Zoll schon. Vielleicht noch was anderes? Da zu lernen. Wo der Qual. Naja. Ah, oh, schon was Neues. Manche Zaubersachen. Sieht nicht aus, okay. Zauberhaft, zauberhaft, ein zauberhaftes Jiggern. Ein zauberhaftes Jiggern. Jiggern, Jiggern, Jiggern. Quack, quack. Bock, wie ist das? Quack. Nicht Bock, Bock. Halt. Aufstehen, Aufseher. Aufseher. Aufstehen, da. Weg. 20 und den sollen wir mit Level 11 schaffen. Pass auf, es ist seine Finalform. Den sollen wir mit Level 11 schaffen. Ich hätte was gesagt, ich habe es nicht verstanden. Und den sollen wir mit Level 11 schaffen. Naja, wir sollen... Wenn was gesagt, aber weißt du nicht was. Mach deinen Ingame-Sound leiser. Verstehst du mich auch? Nein, ich meine den Gegner. Ich habe nicht verstanden, was ich gesagt habe. Quatsch, ich weiß nicht was. So. Und wieder haufenweise Loot. Ich habe schon natürlich keinen Tabplatz für. Gut, muss ich wieder gleich zurückkehren. Kaum was die gewesen. Also in Gas und Leben. Miep, miep, miep. Noch eine Ernte. Ja, für den Kommanden gut. So.